Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk. Im letzten Part waren wir gerade dabei, mit dem Flathead abzuhauen und sind immer noch dabei, uns hier wegzuschleichen. Bin ich geduckt? Nein, jetzt bin ich geduckt. Schauen wir uns mal um. Wir müssen wohl da hoch. Das scheint der Weg zu sein. Ich muss erstmal ein bisschen eingerufen. Tatsächlich hatte ich gerade wunderschönen Notdienst. Hallo. 2 Stunden lang. Und danach habe ich erstmal Fenster geputzt, weil ich dachte, weißt du, jetzt bist du eh draußen, dann jetzt aus dem Game. Da kannst du auch eben schnell Fenster putzen. Nur sind die Fenster sauber und wir können hier munter weitermachen. Oh, das ist ja ein schönes Auge. Den nicht mal meinen Unterkiefer, das ist doch gruselig. Würdet ihr noch mit so jemandem irgendwie was anfangen wollen? So, also das ist ja gruselig. Ja, wahrscheinlich haben die dann auch Damen, die so entsprechend aussehen und dann gleich und gleich gesellt sich wieder gehen, dann geht das schon wieder. Aber boah, die Vorstellung, ich will wieder einen Upcreep kriegen. Komm schon, Cabrones! Ich bin für euch da! Unser Kumpel ist mal noch ein bisschen was am Töten, alles in Ordnung. Ja. So. Okay. Hier noch irgendwas? Hier finden wir noch Dinge. Ungewöhnliche Komponenten. Hier scheint es rauszugehen. Oh, hier hätte man vielleicht lang gekonnt, ne? Hat nicht geklappt. Gut, gehen wir mal in die andere Richtung und versuchen unseren Weg nach draußen zu finden. Fluchtroute. Okay. So, wir sind in Duckmodus. Muss ja nicht so laut sein, ne? Da sind auch schon wieder Menschen. Ich sehe sie auf der Map. Dreckige Penner. Okay, erstmal gucken. Was haben wir denn hier? Es scheint auf jeden Fall keine Überwachungskamera zu geben. Kurzschluss. Verursacht beim Ziel Schaden. Effektiv gegen Drohnen, Mechs und Roboter. Könnten wir mal machen, ne? Das wird eh auf einen Schusswechsel rauslaufen. Ich glaube nicht, dass wir da durchschleichen können, oder? Nee. Wir können ihn mal kurz schließen und mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich werden wir dann entdeckt und dann gibt es hier Schusswechsel. Davon gehe ich aus. Mal ausprobieren. Rückzug ist nur eine Frage der Zeit. Ah, die dürfen mich ruhig sehen. Ich kämpfe jetzt. Ich verstecke mich nicht mehr von denen. Das ist nur noch Treffen. Das ist das einzige Problem, was wir noch haben. Oh, ich brenne schon wieder. Manchmal vermisst man so eine Art Wet-System oder sowas. Oh oh. Oh, ich brenne schon wieder. Lassen Sie verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Du, mir geht das. Lass uns verschwinden. Ja, lass mich doch eben noch looten. Oh, den Defender brauchen wir nicht. Munition und so ist wichtig, das habe ich gelernt. Munition ist knapp in dem Game. Oh, hübsches Auto. So, wir sammeln jetzt erstmal ein, was geht, und dann machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Guck mal, hier gibt es noch grünes Zeug. Eine EMP-Granate. Vielleicht hätten wir mal ein bisschen mit Granaten arbeiten sollen. Aber ich bin nicht so der Granatentyp, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Auch in den anderen Let's Plays. Ich werfe ungern Granaten. Ich habe die Dinger einfach nie unter Kontrolle. Die fliegen wir sonst wohin, weißt du? Außer bei Battlefield, da ging das eigentlich. Aber schon so lange kein Battlefield mehr gespielt. Die Serie ist irgendwie leider nicht besser geworden, meiner Meinung nach. Teil 3 war so der Höhepunkt und dann Teil 4 finden einige noch geiler. War bei mir damals halt mega verbuggt. Oh oh. Ah, Militech. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Okay, und schauen wir mal, was jetzt passiert. Moin. Zusammenarbeit mit Maelstrom? Kann nie gut enden, was? Sieht aus, als hättet ihr 2 Glück gehabt. Was ist mit Stout passiert? Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Okay, wir sind hier fertig. Nee, was willst du? Und du? Warum bist du hier? Nun,
muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Aha. Glaube ich kaum. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Ja, dann viel Spaß. Ich sprich mit Jackie. Wollen wir jetzt abhauen? Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ja, wir sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Yo, feiern klingt gut. Alles klar, ruf Dex an. Wie sieht's aus, Mr. V? Ich hab den Flathead. Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Du hast echt Eier, Mr. V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. All foods. Okay, Mission aktualisiert. Das war erstaunlich cool, muss ich mal sagen. Vorteile öffnen. Lass mal wieder gucken. Was haben wir denn hier so? Technische Fähigkeiten, Coolness. Was gibt's denn hier so? Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25%, während du schleichst. Erhöht die Bewegungsvermögen um 20%, während du schleichst. Kampfmaschine. Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und dein Bewegungstempo erhöht sich um 2%. Hm. Also schneller sein während des Schleichens finde ich schon mal ganz cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was haben wir denn noch? Konstitution. Erhöht dein maximal Gesundheit um 10%. Ja, das finde ich erstmal gar nicht mal so schlecht. Mehr Leben finde ich gut. Halten zum Kaufen. Na komm. Boink. Okay. Straßenschlägerei. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen mit stumpfen Waffen. Ich möchte gerne nicht auf stumpfe Waffen, ich möchte auf scharfe Waffen. Wo finden wir denn das? Bei Reflexe? Klingen. Da. Klingenwirbel. Erhöht den Angriff mit Klingenwaffen. Langsam aber sicher. Die Panzerung erhöht sich um 50%, wenn du dich bewegst. Boah, warum nicht? Klingt erstmal nicht ganz nice. Aber wir gehen auf jeden Fall ein bisschen auf Klingen. Diese Manticore, irgendwelche Manti-Klingen da. Das soll ganz cool sein. Okay. Ja, soweit, so gut. Okay. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu Lizzie's Bar. Sehen wir irgendwo die Uhrzeit aktuell? Jetzt holen wir erstmal unser Auto. Kommt das bis hierher gefahren? Jo, komm mal ran, du. Meter entfernt. Oh, wir müssen in diese Richtung. Okay, ah, da kommt ihr nicht durch. Ja, dann gehen wir lieber hier lang und suchen uns an die nächste Straße und teleportieren die dann nochmal dahin, oder? Ist, glaube ich, einfacher. Von der Uhrzeit her sollte das nämlich jetzt gerade passen. Alter, sieht schon echt... Also Raytracing, ohne Spaß, hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, aber es macht halt echt krass was aus. So, nochmal unser Auto rufen. Jo, komm her. Da kommt er doch. Na also... Hit, ich brauche dich. What the fuck? Okay, ja, das, jo, ja. Man muss ihn halt mal eben hochpumpen, dann geht das schon. So, rein in die Karre. Oh, drehen. Kamera gerne auch drehen, danke. Und los geht's, dann fahren wir mal wieder.
Also bis jetzt fand ich es sehr cool. Ich bin sehr gespannt auf die Nebenmission und vor allen Dingen auf den Brain Dance, unseren ersten. Das wird schon spannend. Ich glaube, das kommt auch gleich als nächstes. Und danach haben wir, glaube ich, das Tutorial, also die Einführungsmission soweit durch. Und dann geht's los, meine Freunde. So, hier lang. Irgendwie sieht der Boden komisch aus, oder? Mal durch hier. Oh. So, da sind wir wohl richtig. Oh, ich muss mal eben hier parken. Achtung! Oh. Leute! Ich will hier parken, geht mal weg. Rennen die einfach mal vor die Karre, ne? Okay, passt erstmal. Aussteigen und los geht's. Lizzie's Bar. Mal schauen, ob wir hier einfach so rein dürfen. Hey, Zuckerschnute. Moin. Wie wär's mit deinem heißen Bitty? Klar, ich geh mal rein. Braydance? Was habt ihr denn so? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Scheiße, natürlich. Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Mhm. Viel Spaß, Info. So. Jo, danke schön. Ach, guck mal, unter der Karte ist auch direkt die Uhrzeit. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Okay, guten Tag. Oh, was geht denn hier schon los? Moin, du siehst ein bisschen presswurstmäßig aus, hallo. Es ist halt für jeden was dabei. Der sieht halt aus hier, moin. Ihr entspannt euch gerade, sucht ihr euch jemanden raus? Hübsche Augen. Schon abgeriert. Ha, wundert mich gar nicht. Du musst das halt einfach auf dich wirken lassen. Das ist kein Spiel zum Durchrennen, ne? Also wirklich, das ist irre. Hier sitzen sie alle und genießen ihre Braindance. Kaputt, Alter. Aber da sind wir ja langsam auch schon, ne? Wenn ich meine Indexbrille aufsetze, kann ich mir auch einen Braindance gönnen. Machst du hier Stress oder was? Was haben wir hier? Afterlife Braindance. Das ABC von Night City's Nachtleben. Setz dich an die Bar und frag nach Evelyn. Machen wir mal. Moin. Hey. Willst du was trinken? Jo, was gibt's denn hier so? Machen wir mal, was gibt's denn so? Was habt ihr auf der Karte? Ich suche Evelyn. Ich frage erstmal, arbeitet Lizzie noch hier? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr. Nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden.
Und dann? Lass mich raten, es blieb nicht so. Tiger Claws sind schuld. Tiger hat eins von Lissys Mädchen schlimm zugerichtet. Lissy hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einem Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Das ist sie immerhin. Du, ich suche Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin V. Jemand, bei dem das Trinkgeld locker sitzt. Nee, ich bin V. Ich bin V. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, V. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Ah, da ist sie ja schon. Hübsche Haarfarbe. Oh, das ist vernünftig. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Warum bist du denn erst jetzt hier? Warum hast du nicht eher Hallo gesagt? Ich wollte dich erst ein bisschen begutachten. Und, gefällt dir, was du siehst? Und, gefällt dir, was du siehst? Wenn nicht, würdest du das wissen. Glaub mir. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Ich hätte jetzt auch gern was getrunken. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Darf ich das Getränk denn mitnehmen? Jetzt habe ich mich um den schönen Tequila gebracht. Na gut. Ist vielleicht doch besser so. Kleinen Kopf behalten. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Habe ich gerade. Okay. Bugs, Elektrosex, Zappies, Power. Setz dich, dann setzen wir uns mal. So, dann erzähl mal. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ich kenne ihn nicht gut, wir haben nicht lange zusammengearbeitet. Kommen wir gleich zur Sache. Ich bin der Beste. Dir ist egal, was Dex denkt? Wie? Kommen wir gleich zur Sache. Kommen wir zur Sache. Ist ja alles ganz nett, aber ich bin nicht hier für Komplimente. Nein, du bist hier, um etwas zu erfahren. Etwas, das dein Leben verändern wird. Jetzt ist das so? Bin ich aber mal gespannt. Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nee, hatte noch nie die Gelegenheit. Nein, nicht gerade meine Preisklasse. Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Du hast doch einen Ass im Ärmel. Du hast doch noch einen Ass im Ärmel. Ich wette, Yorinobu hat eine Armee um sich versammelt. Einer wie Yorinobu hat doch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten.
Ernsthaft? Er ist mein Ziel, Yorinobu Arasaka? Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Du hast doch noch ein Ass im Ärmel. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Wo bewahrt Yorinobu das Relic auf? Okay, und was kriegt Yorinobu dafür? Netwatch, das stimmt doch was nicht. Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Okay, und wo kriegt Yorinobu... Und was kriegt Yorinobu dafür? Das läuft bei mir noch nicht, ey. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Wo bewahrt Yorinobu denn das Relic auf? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Was weißt du denn noch so über ihn? Was ist auf dem Relic? Wir werden gleich weiter fragen. Ah ne, komm, wir machen es zu Ende, komm. Scheiß drauf. Noch eine Sache. Heute ist Überlänge. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yorinobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Sieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Okay. Yori Arasaka, was weißt du denn noch so über den Typen? Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davongemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Riskantes Ding mit dem Biochip. Vielleicht steht er einfach auf Macht. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Okay, was kommt als nächstes? Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Okay. Folge mir. Alles klar. Für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Compeki Plaza. Jetzt machen wir hier aber erstmal einen kleinen Break. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.